Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute spreche ich mit meinem Gast, Bewusstseinslehrer Stefan Meyer, über Licht und Schatten. Haben wir das beides in uns? Manchmal überwiegt das eine, manchmal das andere. Geht es auch darum, ein Stück weit beides zu integrieren? Und ja, wir werden uns diesem Thema heute widmen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Stefan. Schön, dass du da bist. Hallo, Corinna. Ja, Freude. Licht und Schatten. Also wenn ich jetzt so überlege, man hat ja wirklich mal auch Lebensphasen, wo man so das Gefühl hat, boah, da ist alles im Flow. Man liebt alles, hat vielleicht auch gute spirituelle Seminare gemacht, fühlt sich so voll angebunden, hat eine tolle Ernährung und hat auch, und dann kommt aber auch vielleicht mal eine Phase, wo auch vielleicht dieser Schatten sich wieder zeigt, wo man sagt, jetzt klappt es mit der Ernährung nicht so, jetzt kommt wieder mehr Zucker oder vielleicht auch Alkohol oder Zigaretten oder auch auf Sexualität bezogen, das kann ich ja auch so oder so leben. Was sagst du dazu? Leben wir das in so einer, in einer Wechselwirkung oder geht es nachher darum, wirklich dieses Lichtvolle nur noch zu leben? Wir sind ja in der Polarität, leben hier zu einem großen Teil. Natürlich gibt es Anteile von uns, die sind weit über der Polarität, die haben damit nichts zu tun. Aber wir hier sind in der Polarität. Wir haben jetzt eine ganze Weile einen vermehrten Teil Schatten gelebt und Dunkelheit. Wir sind hier grundsätzlich beides. Wenn man mal die große Waage anschaut, war es in der letzten Zeit doch mehr Schatten, weil vieles auch unbewusst ist. Viele Schatten sind im Unbewussten. Wir kennen sie von uns gar nicht. Und jetzt wird das Licht mehr. Und jetzt ist es aber auch wichtig, nicht diesen Schatten gleich zu negieren und zu sagen, naja, mit Schatten habe ich nichts zu tun. Ich möchte ja nur Licht sein, sondern jetzt beides zu betrachten. Also das, was wirklich sich wahrhaftig und lebendig anfühlt, wachsen zu lassen. Und das, was sich aber noch zusammenzieht und was grundsätzlich eine Energie ist, der Nicht-Lebendigkeit trotzdem auch zu betrachten. Was ist für dich Schatten in unserem Leben jetzt, in unserem System, so wie wir gerade leben? Was ist Schatten überhaupt? Ist eine intensive Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt. Schatten, würde ich sagen, gibt's, kann man auf unterschiedliche Art und Weise betrachten. Also einmal könnte man sagen, es ist die Energie, die nicht von alleine irgendwie expandiert, sondern die sich eher zusammenzieht, die sich komprimiert und die immer wieder auch Energie vom Außen braucht, um sich selber zu erhalten. Also Schatten ist etwas, was immer wieder in sich reinzieht, in sich selber benötigt. So, ein Teil des Schattens. Eine andere Seite von Schatten kann auch sein, dass etwas sehr Lichtvolles, was grundsätzlich angebunden ist an die Quelle, an die Energie, etwas, was von alleine lebt und wandert und sich entfaltet, das aber abgetrennt ist, abgespalten, genommen wird und irgendwo hingepackt wird. Und das wird dann zu einem Schatten irgendwann, also zu einem Anteil, der nicht mehr in der Verbindung ist, der nicht mehr Teil von mir ist und dadurch dann nicht mehr Teil des Gesamtsystems. Also man könnte sagen, Schatten grundsätzlich ist, wenn die Verbindung zu etwas Höherem, zu einer höheren Quelle, zu der Quelle, die hinter den Dingen liegt, wenn diese Verbindung unterbrochen ist oder stark eingegrenzt. Das könnte jetzt auch so sein, so Leichtigkeit und Lebensfreude, die wir vielleicht als Kinder hatten, die uns dann aberzogen oder abgedroht oder was auch immer wurde. Und das wäre jetzt so ein Aspekt, wo du sagst, das ist eigentlich an sich was Lichtvolles, aber wurde abgekapselt. Genau, geht dann in den Schatten, geht in die Verdrängung, ins Unbewusste, ist dann nicht mehr so direkt Teil von mir. Und da beginnt es dann wie ein Eigenleben zu führen. Und obwohl es sich eigentlich bewegen möchte, kann es sich aber nicht bewegen, kann nicht fließen. Und dann entsteht da eine große Diskrepanz.
und dann mit unterschiedlichen anderen Geschichten, die noch wirken, wo ich mich selber nicht wohlfühle mit mir, kann es sein, dass diese Anteile dann wie auch eine Aggression bilden, weil sie dann wie ein Themenkomplex, das ist ein etwas Lichtvolles, ist weggedrängt, dann kommt noch ein Anteil dazu, der fühlt sich nicht gesehen, dann bilden die irgendwie eine Gemeinschaft, die versuchen dann zurückzukommen ins System, dürfen aber nicht, und dann entsteht da so eine Diskrepanz. Und dann nehmen wir die manchmal wahr als Aggression oder als etwas, was mir überhaupt nicht gut tut und was mich angreifen möchte. Könnte das auch einem Menschen vorgehen, der jetzt für Außenstehende eher so verbittert und verbissen auch wirkt? Mhm. Ja, der hat viele Anteile, die nicht verbunden sind, die nicht angebunden sind an das System. Dieser Mensch ist selber nicht in der Lage, sich zu verbinden. Das heißt, da kommen immer wieder diese Anteile, die unzufrieden sind, die nicht eine Verbindung finden. Hm. Entweder zu diesem System oder zu anderen. Hm. Gerade dieses Thema kommt ja auch immer wieder, gerade in diesem Kontext mit diesen dunklen Energien. Gibt es Fremdbesetzungen? Gibt es tote Seelen? Gibt es Energien, die auf unserem Planeten irgendwie auch destruktiv mitwirken? Und vielleicht auch eine tote Seele, die durch uns Alkohol trinken möchte und das gar nicht unsere Sucht ist. Weil solche Dinge werden ja auch immer wieder angesprochen. Wie siehst du das? Wie können wir damit umgehen? Oder gibt es das überhaupt? Es ist auf jeden Fall so. Ich habe es oft erlebt, dass Fremdenergien, dass wirklich auch wie fremde Wesenheiten in uns Menschen wohnen, einen gewissen Platz bekommen haben, weil in der Vergangenheit wir die auf irgendeine Art und Weise in unser System gelassen haben. Mhm. Manchmal durch Schmerz, durch Traurigkeit, manchmal auch bewusst. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie solche Energien reinkommen bei uns. Und dass die heute wirken, dass die ihren Tribut zollen, dass die quasi die Energien, von denen sie sich ernähren, ins System reinziehen. Also immer wieder dafür sorgen, mit gewissen Angeboten oder wie sie uns auch lenken, dass wir Dinge machen, die unsere Schwingung begrenzen. Ob das jetzt ist, wir beschäftigen uns mit Menschen, die uns nicht gut tun, Rauchen, Alkohol, alles, was uns da so ein bisschen vernebelt. Und irgendwann ist das Licht, die Energie in uns so gewachsen, dass wir beginnen, diese Anteile zu merken. Und dass wir nach und nach herausfinden, was ist die Ursache dafür, warum sind die da, und die langsam aus unserem System auch verbannen. Und nachdem das passiert ist, dann kann man auch sehen, das waren nicht die in der letzten Konsequenz, die dafür verantwortlich sind, sondern wieder ich, weil in mir doch noch ein tieferes Thema ist. Etwas, was dafür gesorgt hat, dass so eine niederschwingende Energie überhaupt kommen kann. Also es braucht oft den Weg oder den Punkt auf dem Weg, wo ich sage, ja, da sind Fremdenergien und ich wurde auf eine Art und Weise unterwandert. Allerdings ist es so, wenn man sich mal den großen Energiestrom anguckt, den großen Fluss, den großen Weg, auf dem wir uns alle bewegen, dann werden wir mit der Zeit immer dunkler, damit wir erfahren, wie ist es denn in der Dunkelheit zu sein, wie ist es denn abgetrennt zu sein vom Licht, vom Hellen. Und dann werden wir irgendwann wieder heller. Also es gehört auch dazu, es ist ein Teil dieses Lebens hier und dieses Spiel von Licht und Schatten findet auch in uns statt. Jetzt wird es lichtvoller, das ist aber trotzdem wichtig, den Schatten nicht zu verurteilen, aber trotzdem ihn langsam oder auch zügig gerne zu bemerken, ihn bewusst zu bekommen und dann langsam aus dem System auch rauszugleiten. Wir haben ja unglaublich viel Verdrehungen, die wir vorgesetzt bekommen, wo wir vermeidlich dann auf einmal den Hinweis bekommen, das wäre gut, das ist nicht gut. Das passiert ja jetzt auch in der Lebensmittelindustrie. Jetzt kommt diese ganze vegane Szene und die ist ja auch wieder unterwandert. Haben wir jetzt gesehen, was passiert? Da kriegen irgendwelche Styropor-Thematiken. Also sprich, man versucht uns das Gesunde als nachher schädlich unterzujubeln. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, damals die Indianer, die hatten auch Alkohol und Zigaretten, das hat die aber in ein anderes Bewusstsein gebracht. Uns warnt man jetzt davor, aber jubelt es uns trotzdem unter. Es ist alles so konfus. Was sagst du zu dieser Theorie, dass das, vor was uns dann wiederum Angst gemacht, schadet es uns wirklich? Ist es wirklich dunkel? Oder ist es eigentlich was Gutes, was uns als Dunkles verkauft wird, wo man noch schreckliche Bilder drauf machen muss, damit es auch schrecklich im Körper wirkt?
Weil die Studien, je mehr ich da höre, desto verwirrter werde ich. Wenn man es ganz einfach machen möchte, dann würde ich sagen, wenn du irgendwann nichts mehr brauchst, gar nichts mehr, dann ist es gut, in Anführungszeichen. Ja, ist ja auch wieder diese gut und schlecht, diese Bewertung. Mhm. Weil man fragt sich manchmal, ja, was darf denn und darf man hier ein bisschen und da ein bisschen weniger und so weiter und was ist denn jetzt eigentlich der wahre Weg? Und also ich erfahre für mich, dass wenn ich einfach bin, ohne etwas zu benötigen, also ohne etwas konsumieren zu müssen, ohne etwas füllen zu müssen, ohne etwas haben zu wollen, dann fühlt sich das für mich rein an. Mhm. Also in dem Moment, wo ich sagen kann, ich nehme nichts mehr, egal was, keine Information, keine Nachricht, kein naja, Lebensmittel, das ist schon noch mal ein bisschen schwieriger. Nichts mehr zu essen ist tatsächlich wirklich nur noch in dieser Energie sich zu ernähren. Das ist sicherlich etwas, was für die allermeisten nicht stattfindet. Bei mir übrigens auch nicht. Aber dann bei den Lebensmitteln zum Beispiel so rein, so fein, so einfach wie möglich. Und dann ist man für mich auf dem sicheren Weg. Und solange du dann doch noch das möchtest und das vielleicht noch, kompensieren wir einfach etwas. Also geht es um dieses Mangelgefühl, was uns zeigt, da muss noch was erfüllt werden. Genau. Weil wenn auch Indianer, die früher irgendwo Tabak und Alkohol hatten, aber dann damit haben die auch etwas kompensiert. Weil ich weiß auch, dass es energetisch arbeitende Menschen gibt, über die Welt verteilt, die auch teilweise mit Tabak und mit dem Rauch, mit dem Qualm arbeiten und dadurch auf der einen Seite lichtvoll arbeiten können, auf der anderen Seite auch im Schatten arbeiten können damit. Und es geht sehr wohl, dass man energetisch arbeitet, auch ohne das. Also man kann sich immer darüber hinaus entwickeln und wirklich dahin entwickeln, nichts mehr zu benötigen. Das ist möglich. Und wer sich die allgemeine Frage stellt oder die absolute Frage, was ist es, dann sage ich nichts. Nimm nichts mehr. Dann bist du ja klar. Und natürlich müssen wir noch etwas nehmen. Wir schauen, weil wir oftmals überhaupt nicht ausbalanciert sind, der Körper nicht gut ernährt ist, suchen wir nach Nahrungsergänzungsmitteln, suchen wir nach gesunder Ernährung. Und das ist auch völlig richtig, völlig in Ordnung so. Aber irgendwann an einem gewissen Punkt werden wir es nicht mehr benötigen. Ja, wie können denn Menschen damit umgehen, die immer wieder Rückschläge erfahren, die sagen, oh, jetzt war ich so auf einem guten Weg. Hört man ja jetzt gerade auch so dieses, also was haben wir gerade für eine energetische Zeitqualität? Also jetzt gerade, sag mal so Anfang des Jahres 23, so bis Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal ist definitiv eine Energie, wo es nochmal richtig tief reinarbeitet. Das ist fast so, als ob man mit beiden Händen nochmal tief nach unten geht und hochholt. Und natürlich werden da auch die Schatten nochmal fühlbarer, sichtbarer. Die sind auch auf eine Art und Weise nochmal aktiv. Die sind zwar gar nicht aktiver als vorher, nur merken wir es mehr. Und es stört vielleicht auch mehr. Dadurch, dass wir es mehr merken, stört es mehr. Ansonsten wirken die ja mit und so ein bisschen mit eingeflochten ins System. Und da ist es dann nicht ganz so schlimm. Aber jetzt in dieser Phase, von denen wir bestimmt auch noch die ein oder andere erleben, ganz sicher, im Zuge des Wacherwerdens, des Freierwerdens, in dieser Phase, da wird es einfach nochmal anstrengend, weil die Themen, die wir auch schon bearbeitet haben, einfach nochmal kommen. Und die wirken dann nochmal. Das heißt, da bin ich dann nochmal so drin und hier ist es dann auch sehr wichtig, das mal sein zu lassen. Wirklich da sein zu lassen, mal mit dieser Phase zu sein, mal zu erlauben, dass ich auch mal wieder in einer schattigen Zeit bin und nicht immer nur zu denken, naja, es müsste doch aber immer alles immer lichtvoller werden. Weil ja, es wird leichter, es wird lichtvoller, aber wenn man sich vorstellt, ich möchte immer leichter werden, habe aber gleichzeitig in mir noch Schwere, dann geht die Schwere nicht einfach so weg, sondern sie muss zum Teil bewusst werden und ins Fließen kommen. Und das tut sie, indem ich sie fühle und durchlebe. Und so ist es bei den Schatten auch. Also ich werde immer lichtvoller, dadurch, dass ich durch meine Schatten auch reise. Und das Leben bringt uns diese Schatten, bringt uns diese Momente, manchmal kollektiv für alle. Aktuell, wo wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen, ist so eine Zeit.
je nachdem, wann man das abhört, ist vielleicht auch wieder eine offenere Zeit. Ich empfehle immer, wenn es noch mal tiefer reingeht, das wirklich auch als heilsam zu erleben und sich wirklich daran zu erinnern, es braucht das, dass man diese Reisen macht, tief hinein. Oh, dann weißt du nicht genau, wo es vorn und hinten. Du fühlst dich nicht so kraftvoll, nicht so stark, nicht so offen, vielleicht nicht so liebevoll. Vielleicht auch in der Selbstverurteilung viel dann. Manche Themen, die extrem kommen, traurig, Verurteilung, Lebensmüdigkeit. Depressionen kommt ganz auch viel jetzt. Absolut. Und dann einfach zu schauen, wie kann ich das begleiten. Wir haben es ja schon oft gesagt, bei mir ist das über das Bewusstseinsfeld. Man geht rein und fragt, wie kann ich das begleiten? Was ist der nächste Schritt? Also höhere Ebenen von sich selber auch zu benutzen dafür. Aber das Wichtigste sehe ich, akzeptieren, dass diese Zeiten da sind. Und es hat sie fast jeder. Das bedeutet, wenn ich meine eigenen Schattenthemen anschaue und transformiere, dann hat auch eben eine dunkle Besetzung eigentlich keine Möglichkeit mehr, sich an mich ranzuhaften. Richtig. Es hat nur die Möglichkeit, solange ich noch diese Koppel habe, wo sie dran kann. Genau. Und das Schlimme ist aber, dass so eine dunkle Besetzung ja dich permanent dazu bringt, vielleicht wieder Süchten zu verfallen oder Lebensmuster. Dieses Durchbrechen, das kennt vielleicht jeder, der mal auch Süchte hatte, dass ein Aspekt super klar ist. Und dann kommt immer wieder wie so eine Stimme aus dem Off, die einen wieder in so ein Suchtding. Mhm. Und da findet ja immer wieder dieser Kampf statt. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Frustrierende auch für einen Süchtigen, weil er immer wieder gegen diesen Kampf verliert. Das liegt daran, wenn man sich das mal vorstellt, diese Waage wieder, Licht und Schatten. Der Schatten, wenn wir jetzt mal einen extrahieren, der für eine Sucht, Alkohol, Drogen, Rauchen verantwortlich ist, der hat eine gewisse Energie. Und ich habe in meinem Gesamtsystem auch eine gewisse Energie. Und in dem Moment, wo ich mich darüber hinaus entwickelt habe und meine Energie höher geworden ist, dann kann ich mich dem auch stellen. Also dann kann ich entscheiden oder mit einem gewissen Aufwand entscheiden, ich gehe dem jetzt nicht nach. Weil das kennt man ja, wenn einmal dieser Gedanke gekommen ist an das, was man machen könnte, den dann wieder loszulassen. Weil der kommt, dann setzt er sich rein und dann arbeitet der. Ah, und okay, und dann findet man die Ausreden langsam und es arbeitet sich rein in das eigene System. Und irgendwann ist man mit seiner Energie an einem Punkt, in dem man sich persönlich weiterentwickelt hat, wo man diesen Gedanken wieder rückgängig machen kann, wo man ihn dann vielleicht sogar stoppen kann, wenn er auftaucht. Und irgendwann hat man sich so weit entwickelt, dass dieser Gedanke nicht mehr durchkommt. Und was sehr hilfreich ist bei allen Süchten oder bei diesen, wo man weiß, man macht etwas, was mir nicht gut tut, ist zu versuchen, die Energie zu erhöhen im System. Und jetzt kann jeder mal schauen, was erhöht meine Energie. Mhm. Also wenn ich sage, ich komme vom Rauchen nicht weg, dann würde ich sagen, schau mal, Ernährung. Was kannst du machen, um deine Ernährung energetischer zu gestalten? Gibt's mehr Grün? Gibt's Grassäfte? Gibt's Smoothies? Kannst du irgendwie Fettiges weglassen? Also mach es leichter. Bewegung, ganz wichtig. Kannst du Bewegung implementieren in deinen Alltag? Und ich rede hier nicht von Sport. Vor Sport haben viele Angst. Ich muss jetzt Sport machen eine Stunde. Nein, mach doch Bewegung. Weil auch mal die Arme kreisen eine Minute lang, das ist Bewegung. Und dann zwei Schritte hierhin, zwei Schritte dahin. Also schau, was erhöht die Energie. Und was natürlich enorm die Energie erhöht, ist, wenn ich in mir Themen auflöse. Welcher Art auch immer, das muss noch nicht mal mit dem Rauchen direkt zu tun haben. Dadurch erhöht sich meine Energie, ich fange an zu fühlen, vielleicht öffne ich mal mein Herz und irgendwann bin ich an dem Punkt, zack, wo meine Energie höher ist als der Schatten und dann kann er sich lösen. Ja, die Suchtthemen sind ja auch, irgendwo kommt ja das Wort Suche her. Was hast du so in deiner Erfahrung mit den Klienten? Was ist denn nachher das, was die Menschen finden, wenn sie wirklich sich ihren Süchten stellen? Mir hat mal jemand gesagt, dass das Wort Sucht auch von siechen oder daher kommt, also wie so dahin siechen. Und das trifft es auch ganz gut. Also auf der einen Seite ist es eine Suche nach Energie und dadurch eine Suche nach Verbindung, weil immer die Schattenanteile suchen eine Verbindung, sie suchen Energie, sie müssen sich von etwas ernähren, weil sie nicht wie wir von dieser natürlichen Quelle ernährt werden.
Also ist es eine Art Suche und gleichzeitig ein Siechen, weil man über ein gewisses Energieniveau nicht hinauskommt. Man holt sich Energie, bleibt aber gleichzeitig niederschwingend. Man holt sich nicht Energie, um zu wachsen, sondern eher um zu überleben und um sich selbst zu bestätigen. Also diese Sucht ist etwas, was sich selbst erhält, aber auf einem niederen Level. Mhm. Und jetzt kann ich schauen, okay, ich bin auf diesem niederen Level, akzeptiere das auch mal, es passiert auch, ich kann mich noch nicht dagegen wehren. Jetzt schaue ich, was ist für mich am einfachsten, wo kann ich am einfachsten meine Energie erhöhen? Und da die genannten Sachen, Ernährung, Bewegung, positives Denken, Fühlen und als wirklich Thema Nummer eins, um die Energie zu erhöhen, persönliche Entwicklung, das Auflösen von inneren Blockaden, von inneren niederschwingenderen Energien. Wenn wir jetzt nochmal das Schattenthema, wir haben es ja jetzt auch in diesem Interview gemerkt, normalerweise gehen die Interviews bei uns durch, Technik funktioniert, alles tippitoppi. Und wir hatten ja jetzt, wo wir über diese Dinge sprechen, wirklich auch technische Unterbrechungen und Husten und also alles Mögliche, was wir jetzt die ganze Zeit gar nicht hatten. Wie erklärst du dir das? Was passiert da? Schatten wird sichtbarer, wenn man darüber spricht. Also alle Themen, wo man das Bewusstsein drauf lenkt, wird es wahrnehmbarer und tritt quasi mehr an die Oberfläche. Und Licht und Schatten sind überall. Also das Potenzial dafür ist überall. Ja, und wir hatten Geräusche, dann kam mal das Mikro irgendwo, sprach jemand ein bisschen rein, dann hat uns das ein bisschen rausgebracht, weil diese Energien da sind. Und weil wir auch auf eine gewisse Art und Weise damit noch leben. Und nicht immer alles nur lichtvoll ist, nicht immer alles nur fließend ist. Und da ist es wichtig dann auch zu sagen, ja, es darf da sein. Also dieses Verständnis, ich als Wesen bin hier, so wie ich mich hier wahrnehme, eine Mischung aus Licht und Schatten. Mhm. Und es gibt Schatten in mir, die ich nicht kenne und die resonieren mit irgendwelchen Themen. Die ziehen Menschen an, die ziehen Situationen an, die wollen sich selber erhalten. Also allein das schon zu sagen, wenn sich heute jeder, der das hört, einmal hinsetzt und wirklich einmal ehrlich sagt, ich habe in mir Schattenanteile und ich respektiere sie. Sie dürfen da sein. Ja. Und die anderen haben sie auch. Das heißt, jeder Mensch darf ab jetzt Schattenanteile haben. Auch der da sitzt und wie erleuchtet wirkt, hat auch in den allermeisten Fällen irgendwo einen Schatten. Wir kennen diese Geschichten, die großen Lehrer. Auf einmal kommen Geschichten raus, wo man denkt, wie können die denn sowas noch machen? Frauengeschichten oder was auch immer da ist. Also es sind überall Schatten. Und wenn wir es gestatten, dann sind wir nicht mehr so anfällig dafür. Weil die Schatten schaffen es manchmal auch, sich gegenseitig wie zu ärgern. Ich sehe einen Schatten da drin, dann finde ich das total doof und nähre damit beide Schatten. Das also, sind dann die immer wieder auf dich zukommen und sagen, oh, ich sehe da eine Besetzung und oh ja, da ist eine dunkle Energie, die sich permanent damit beschäftigen. Ja, aber auch anders, wenn du jetzt sagst, da ist ein Mensch, der ist doch schon so und so und jetzt sehe ich in dem aber auch einen Schatten und wertest das ab. Dann ist das ein bisschen feiner, machst das für dich, aber gleichzeitig nährst du auch deinen Schatten damit, weil du wieder bewertest, wieder ein bisschen abwertest und das nährt auch seinen Schatten. Und damit bleiben die quasi wie am Laufen. Das ist so, wenn man hinschaut in die Welt und sagt, ich möchte die Welt verändern und ich sehe aber Dunkelheit in den Menschen, die vielleicht auch das System lenken und jetzt ärgere ich mich und kämpfe gegen die, dann helfe ich denen noch ein Stück weiter. Die werden zwar wahrscheinlich nicht überleben, aber so ein bisschen trage ich sie noch, weil ich mich ärgere und das unterstütze. Klar, es ist ja die niederschwingende Energie von Wut und die ja, wo man ja sagt, sich auch eben diese Energien super gerne von, oder Angst. Die ernähren sich davon. Ja. Wichtig ist, ich gehe nicht in eine blinde Akzeptanz. Ich sage nicht, ja komm, lass die sein. Ich gehe in eine bewusste Wahrnehmung, aber ich erkenne, dass wir hier gewissen Gesetzen unterliegen und es gibt Licht und Schatten. Das ist die Polarität. Und wenn man aus der Polarität eine Dualität macht, dann sagt man, ich lehne den Schatten ab und möchte nur noch das Licht. Dualität heißt, es gibt zwei Sachen und ich entscheide mich für eine. Und das ist nicht unterstützend, sondern beides da sein zu lassen, den Schatten in die Verbindung zu führen zum Gesamtsystem und dadurch verändert er sich.
Der Schatten verändert sich, wenn er wieder verbunden wird. So auch, wenn ich in mir in einem inneren Prozess dunkle Anteile finde, wo ich das Gefühl habe, also oder anders. Manchmal finde ich in mir Anteile, da weiß ich, die müssen das System verlassen. Die gehören nicht dazu. Sowas gibt es. Und die fliegen dann raus. Wir hatten ja auch mal im Interview ein Beispiel, wo du gesagt hast, da steckt irgendwie ganz tiefe Trauer drin oder Einsamkeit. Das zeigt sich ja als Schatten, aber ist es nachher, was kann sich darunter als Geschenk verbirgen, wenn man eben sich dieser Wenn man Thematik. Es wieder anbindet. Mhm. Und anbinden an das System tut man es, indem man erstmal hinfühlt. Mhm. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Und für die, die dann nicht sicher sind, was soll ich damit machen? Raus oder rein? Fühl mal tiefer. Was ist der Kern dieser Energie? Was ist hinter der Dunkelheit? Und da ist meistens das Licht. Mhm. Und es gibt allerdings Schatten, so eine Art Besetzungen, wo man sagt, ah, da könnte schon auch das Licht irgendwo dahinter sein. Ist aber absolut nicht fühlbar für mich, nicht wahrnehmbar. Diese Energie muss mein System verlassen. Das gibt es, aber meistens geht es darum, die Schattenanteile zu heilen, weil sie in sich einen lichtvollen Kern haben. Mhm. Gibt es da ein Ritual, wenn du sagst, ich möchte, dass diese Energie mein Feld verlässt, irgendwas, wo sich diese Energien auch dran halten müssen? Mhm. Indem ich herausfinde, was ist die Ursache, warum sie da ist. Mhm. Weil irgendwo in der Vergangenheit von mir eine Erlaubnis da war. Mhm. Manchmal auch eine indirekte Erlaubnis durch einen tiefen alten Schmerz. Ich habe irgendwas ganz Schreckliches erfahren. Und dann habe ich mich so verletzt gefühlt, dass ich unbewusst in diesem Bereich geworden bin. Und dann ging der Raum auf dafür, dass dunkle Energien kommen können. Mhm. Also ich finde heraus, wo habe ich auf welche Art und Weise die Tür aufgemacht. Das finde ich mit dem Bewusstseinsfeld wirklich sehr einfach aus. Wenn das Thema dran ist, dann geht es sehr gut. Manchmal braucht es, weil es wie Verträge auch gibt zwischen mir und solchen Energien, manchmal braucht es, dass ich das, was ich bekommen habe, zurückgebe. Also so etwas wie, ich habe einen Vertrag, ich wollte mich mal einer großen, kräftigen, schattigen Energie bemächtigen und habe dann einen Vertrag eingegangen, unterschrieben, ja, ich kriege diese Energie, dafür muss ich aber von mir etwas geben, Lebensenergie, dafür bekomme ich sie dann. Und dann müsste ich vielleicht heute entscheiden, ich gebe diese Möglichkeit zurück. Weil manche Leute, die merken, dass sie irgendwo auch so ein bisschen erfolgreich sind, die haben oft noch so eine Schattenenergie. Mhm. Also die haben oft noch diese Energiekapazität des, naja, einer fast schon Besetzung, können das für ihre Wollen einsetzen. Und wenn ich dann sage, so, fühl mal hin, weil manche kriegen dann nämlich Rückenschmerzen, manche werden langsam krank und dann kommen sie und fragen, Stefan, was soll ich machen? Mhm. Dann sage ich, du, da sitzt eine Energie in dir, die hast du einige Jahre benutzt. Du hast die Kapazität, auch lichtvoll zu sein, aber du hast das hier für dich alles erschaffen. Und jetzt müsstest du es zurückgeben. Mhm. Und das fällt dann manchmal schwer, aber es ist total heilsam, das dann zurückzugeben. Also das ist die Antwort. Ich finde die Ursache heraus. Warum sind die Anteile da? Manchmal muss ich das zurückgeben, was ich bekommen habe. Ich kann das Bewusstseinsfeld fragen, was das ist. Was habe ich bekommen? Und dann gebe ich es zurück. Mhm. Wenn ich das jetzt lernen möchte, gibt es da Möglichkeiten, sich mal reinzulesen oder sich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, dass ich es auch selber kann? Also auf meiner Website kann man noch mal ein bisschen sehen, wie fühlt sich das an. Das Lernen ist an sich relativ einfach. Es braucht aber mal so ein bisschen Unterstützung auf dem ersten Weg, dass man fühlt, wie geht diese Verbindung zu diesem höheren Bewusstsein. Also auf meiner Website das-bewusstseinsfeld.de. Da gibt's alle Informationen. Es gibt ein paar Interviews noch. Wir haben ja schon einige gemacht. Mhm. Also wer da hin und wieder mal reinhört, da kriegt man schon so ein ganz gutes Bild. Was kann man mit dem Bewusstseinsfeld machen? Wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, das funktioniert für jeden. Man braucht jetzt nichts, was man vorher gelernt hat. Und von daher, wer Fragen hat, kommt vorbei oder ruft mal an. Ich habe Mitarbeiter, die dann gerne die Fragen auch beantworten. Super. Vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Danke, Corinna. Und ich freue mich auf weitere Interviews. Wir haben noch was ganz Spannendes geplant. Und ja, bis bald. Danke. Mhm. Dankeschön. Bis dann. Liebe Zuschauer, ja, Licht und Schatten und diese ganze Thematik, was da so in uns noch, ja, verborgen ist und endlich ans Licht darf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe, Sie konnten auch einige Aspekte für sich rausziehen aus unserem Interview und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.